das ist nicht der richtige Ort, um Ball zu spielen. Seid vorsichtig, sonst macht ihr noch etwas kaputt. Warum lasst ihr nicht den Ball und schaut euch das Museum an? Ihr seid doch beide Dinosaurier-Fans. Paps, was ist denn mit dir los? Alles in Ordnung? Kinder, wisst ihr, was los ist? Guter Versuch. Aber ich glaube, jetzt ist sie noch wütender. Versuche mal, sie mit einem Blitz zu blenden. Kinder, was glaubt ihr? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um die Mumie zu erschrecken? Nein, Groovy! In einen Dinosaurier! Und was haben wir heute gelernt, Kinder? Bälle gehören nicht ins Museum. Das ist ja ein cooles Kostüm. Halloween macht total viel Spaß. Die Kinder verkleiden sich und bekommen Süßigkeiten. Aber Groovy, du brauchst doch gar kein Kostüm. Du kannst dich doch ver... Aber wäre es nicht einfacher, wenn er sich einfach ver... Groovy, dein Kostüm ist genial. Seid ihr bereit für einen richtig lustigen Halloween-Abend? Wir sind gespannt, wie sich die anderen Kinder wohl verkleidet haben. Sagt mal, wo sind nur die Kinder? Was ist los? Keine Spur? Nichts? Das ist doch nicht möglich. Groovy, warum verschaffen wir uns nicht eine bessere Perspektive, um die Kinder zu finden? Kinder, erinnert ihr euch an den Vogel aus dem Park? Groovy sicher auch. Er hätte fast Kacke auf ihn gemacht. Thank you.
alles in Ordnung? Psst! Hey Kinder, wisst ihr, wie er schnell wieder auf die Beine kommt? Hey Groovy, möchtest du etwas Brokkoli? Das funktioniert immer, Kinder. Gemüse heilt einfach alles. Groovy, warum verwandelst du dich nicht in einen viel größeren Vogel? So kann sich Phoebe auf dich setzen und hilft dir dabei, herauszufinden, was los ist. Los geht's, Groovy. Da sind sie ja. Das ist ja komisch. Worauf schauen sie nur alle? Oh nein! Ist das eine Hexe? Sie hat die Kinder verhext. Kinder, wenn sich Groovy in eine Hexe verwandelt, kann er den Fluch brechen und sie in ein Schwein verwandeln. Was meint ihr? Können wir sie so erschrecken, damit sie ein für alle Mal verschwindet? Frankenstein? Joker? Michael Jackson? Eine Maus! Wartet, eine Maus! Das ist es! Hexen fürchten sich vor kleinen Mäuschen! Groovy, verwandle dich in die größte Maus, die du kannst! Größer, Groovy! Viel größer! Was ist denn Groovy? Keine Angst, das ist nur Schokolade. Gerade rechtzeitig, Phoebe. Anscheinend mag Groovy nur Gemüse. Da sind Papa und Mama und sie sehen sehr zufrieden aus. Warum wohl? Herzlichen Glückwunsch, Phoebe. Du warst in der Schule sehr fleißig. Wir sind stolz auf dich. Du warst auch sehr brav, Groovy. Wow, ein Videospiel. Klar, Mühe wird immer belohnt. Viel Spaß damit, aber spielt nicht so lange, ja? Wow, Phoebe, es scheint dir wirklich zu gefallen, aber Groovy findet es nicht so toll. Brokkoli. Mittagessen. Volle Bäuchlein. Ich finde es super, dass euch das Gemüse so schmeckt. Psst, Groovy, mache keinen Lärm und denke daran, spiele nicht allzu lange mit der Konsole. Groovy, du spielst schon viel zu lange. Du solltest es ausschalten. Wow, Groovy. Großartig. Was ist passiert? Naja, macht nichts. Bau es wieder auf. Das ist ja spannend. Wer ist das? Ist das Enderman? Pass auf, er will alles zerstören, was du gebaut hast. Oh nein! Pass auf! Nein! Schneller! Los, Groovy, du kannst es schaffen. Groovy, ich glaube, du hattest einen Albtraum. Es ist wirklich nicht gut, so lange zu spielen. Videospiele sollten immer nur in Maßen gespielt werden. Oh, sind sie nicht süß, wenn sie schlafen? Duftet ja etwas so köstlich, dass Groovy kaum widerstehen kann.
Nein, Groovy, nicht so schnell. Warte, bis alle am Tisch sitzen. Warum gehst du nicht Phoebe wecken? Keine Reaktion? Vielleicht solltest du etwas zärtlicher probieren. Komm, Phoebe, das Essen wartet. Brokkoli ist sehr gesund. Phoebe, du solltest ihn versuchen. Nein, Groovy, das ist Phoebes Teller. Sie wird ihn bestimmt mögen, wenn sie ihn nur einmal kostet. Nicht wahr, Kinder? Oh je, Phoebe hat einen riesen Hunger. Klar, ihr geht die Kraft aus, weil sie ihr Gemüse nicht aufgegessen hat. Wow, Groovy! Der Brokkoli hat dir Superkräfte verliehen. Keine Sorge, Phoebe. Es gibt für alles eine Lösung. Aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Daran, Kinder, Gemüse ist gesund und lecker und versorgt euch mit all der Energie, die ihr braucht, um pausenlos zu spielen. Was für ein toller Tag für einen Spaziergang! Phoebe liebt Überraschungseier. Man weiß nie, was in ihnen steckt. Groovy, verwandle dich in etwas Nützliches, um es vom Baum zu holen. Groovy, es muss etwas sein, auf das Phoebe klettern kann. Genau, Groovy, versuch's mit einer Leiter. Ihr drei seid ein tolles Team. Was sich wohl darin versteckt? Nein, Groovy, das ist nicht Brokkoli. Es ist nicht einmal etwas zu essen. Es ist ein Spielzeugbaum. Lasst uns nach Hause gehen und eine leckere Portion Gemüse verdrücken. Was für ein schöner Tag, um im Garten Fußball zu spielen. Mal sehen, was du drauf hast, Groovy. Versuch, ein Tor zu schießen. Du musst besser zielen. Was ist los, Kinder? Der Ball ist auf der anderen Straßenseite. Halt, Kinder! Ihr dürft nicht so nah an die Straße laufen. Das ist zu gefährlich. Ich weiß, Phoebe. Wir holen den Ball zurück. Aber wir müssen einige Verkehrsregeln befolgen, um die Straße zu überqueren. Paps, hilfst du mir beim Erklären? Zuerst müssen wir einen Fußgängerübergang finden. Das sind Linien auf dem Boden, die den Weg auf die andere Straßenseite markieren. Man nennt sie auch Zebrastreifen, weil sie so ähnliche Streifen haben. Zweitens warten wir, bis die Fußgängerampel grün leuchtet.
Ampeln sind Lichter, die angeben, wer über die Straße gehen oder fahren darf. Es gibt eine für Autos und eine für Fußgänger. Eure ist die mit den kleinen Männchen. Rot bedeutet Stopp, grün bedeutet Los. Wenn sie also grün ist, dürfen wir über die Straße. Drittens schauen wir in beide Richtungen, ob ein Auto vorbeifährt. Und viertens warten wir, bis alle Autos angehalten haben. Super! Seid ihr bereit, den Ball zu holen? Lasst uns die Verkehrsregeln befolgen. Zuerst suchen wir einen Zebrastreifen. Genau. Warte, Groovy, noch nicht. Zweitens müssen wir warten, bis die Fußgängerampel grün ist. Jetzt ist das Licht grün. Dritter Schritt. In beide Richtungen schauen, um zu sehen, dass keine Autos vorbeifahren. Und dann warten wir, bis die Autos angehalten haben. Jetzt können wir rüber. Da ist der Ball. Mission erfüllt. Wir haben den Ball zurück. Lasst uns nach Hause gehen und weiterspielen. Wir müssen wieder über die Straße. Könnt ihr euch an die Verkehrsregeln erinnern? Oh, verflixt! Die Ampel ist kaputt gegangen. So können wir nicht über die Straße. Die Autos müssten erst anhalten. Was können wir tun, Kinder? Groovy, hilfst du uns? In was könnte sich Groovy verwandeln, damit die Autos anhalten und wir über die Straße können? In ein Fläschchen? Ein rotes Stoppschild? Oder in eine Spinne? Genau, Groovy muss sich in ein rotes Stoppschild verwandeln. Denk dran, rot bedeutet Stopp. Wenn die Autos das rote Stoppschild sehen, müssen sie anhalten. Aber schaut immer zuerst in beide Richtungen und geht niemals über die Straße, wenn Autos kommen. Prima, spielen wir weiter. Kinder, was sagt Papst da? Oh, richtig, sie haben das Türchen offen gelassen. Sehr schön, Groovy. Gefährliche Situationen zu vermeiden, ist die wichtigste Verkehrsregel. Super! Was für ein schöner Tag, um etwas über Früchte und Gemüse zu lernen. Was haben wir denn da? Obst und Gemüse. Lecker! Wisst ihr, wie all die Sorten heißen? Tomate, Banane, Aubergine, Karotte, Kartoffel, Pfirsich, Brokkoli, Kopfsalat, Apfel und Spargel. Super! Okay, Kinder, ihr wisst schon, wie eine Tomate, ein Pfirsich oder eine Banane aussehen. Aber was sind sie? Früchte oder Gemüse? Soll ich euch den Unterschied erklären? Super! Paps, hilfst du mir? Sowohl Früchte als auch Gemüse kommen von Pflanzen. Je nachdem, von welchem Teil der Pflanze sie stammen, handelt es sich um Früchte oder um Gemüse. Fangen wir mit den Früchten an. Alle Früchte waren einmal wunderschöne Blüten. Blüten duften nicht nur herrlich, sondern helfen Pflanzen auch dabei, sich fortzupflanzen. Deswegen haben Früchte Samen. Deshalb sind Tomaten, Bananen, Auberginen, Pfirsiche und Äpfel Früchte. Sie waren vorher Blüten. Und was ist mit Gemüse? Gemüse stammt von allen anderen essbaren Pflanzenteilen. Samen, Knollen, Wurzeln und Zwiebeln befinden sich unter der Erde. Und dann sind da noch Stängel, Blätter und Blüten. Unter der Erde wachsen Gemüsesorten wie Karotten und Kartoffeln.
Außerdem essen wir Stängel wie Spargel, Blätter wie Kopfsalat und Blüten wie Brokkoli. Es ist gar nicht so einfach, den Unterschied zu lernen. Sogar Erwachsene kommen oft durcheinander. Wollt ihr an der digitalen Tafel spielen, um zu üben? Zieht einfach Früchte auf die linke Seite und Gemüse auf die rechte. Seid ihr soweit? Oh nein! Wo ist nur der Laserpointer? Macht nichts, Kinder. Groovy kann uns helfen. Wow! Danke, Groovy. Die Tomate, Frucht oder Gemüse. Denkt daran, in Tomaten verstecken sich Samen. Richtig, Tomaten sind Früchte, obwohl sie nicht süß schmecken. Die Banane? Genau, Bananen sind Früchte. Und die Aubergine? Nein, Kinder. Sie war einmal eine Blüte. Richtig. Auberginen sind Früchte. Und die Karotte? Ja, Karotten sind essbare Wurzeln. Und was ist mit der Kartoffel? Genau, Kartoffeln sind Pflanzenknollen, also Gemüse. Und der Pfirsich? Einfach, oder? Ganz genau. Pfirsiche sind Früchte mit einem ziemlich großen Kern. Und Brokkoli? Gemüse, richtig. Man mag es kaum glauben, aber Brokkoliröschen sind Blüten. Und Kopfsalat? Der ist auch einfach. Kopfsalat besteht aus Blättern, ist also Gemüse. Und der Apfel? Eine Frucht, klare Sache. Äpfel haben auch Kerne. Und die letzte Sorte? Spargel. Gut gemacht, Groovy. Gemüse, weil es ein Pflanzenstängel ist. Das habt ihr toll gemacht. Ich weiß, es kann schwer sein zu bestimmen, was Früchte und was Gemüse sind. Esst einfach am besten viel von beidem. Was für ein schöner Tag, um im Garten zu spielen. Was ist das, Phoebe? Ein Ball? Kinder, wie oft schafft ihr es, den Ball hin und her zu werfen, ohne dass er den Boden berührt? Lasst uns mitzählen. Seid ihr bereit? Groovy, du musst den Ball kicken. Versuchen wir es noch einmal. Stellt euch im Kreis auf. Pops, du auch. Eins. Groovy, der Ball sollte bei Phoebe ankommen. Kick etwas fester zu. Eins. Zwei. Oh, das war zu hoch. Das kriegen wir noch besser hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Phoebe! Spiele den Ball doch auch deinen Freunden zu. Spielt abwechselnd, das macht mehr Spaß. Sehr gut. Los, Groovy, versuch's nochmal. Hoppla! Nicht so fest. Oh, der Ball steckt im Schornstein fest. Kein Problem, Kinder. Pops kann ihn bestimmt zurückholen. Pops, was ist los? Sitzt er so fest? Pops? Pops hat seine Mission vergessen, den Ball zurückzuholen. Was könnten wir tun, um ihn runterzuholen? Eine Leiter? Nein, Phoebe. Kinder dürfen nicht aufs Dach klettern. Das ist zu gefährlich.
Ich weiß. Warum lassen wir uns nicht von Groovy helfen? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um den Ball zurückzuholen? In einen Hubschrauber? In ein Auto? Oder in ein Boot? Richtig, Kinder! Ein Hubschrauber kann auf das Dach fliegen. Groovy eilt zur Rettung. Sehr schön, Groovy. Schau, Phoebe, der Ball. Danke, Groovy, du bist der Beste. Lasst uns weiterspielen, als Team. Phoebe jongliert mit dem Ball und Groovy hilft uns, bis 10 mitzuzählen. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Klasse! Was ist denn Groovy? Keine Angst, das ist nur Schokolade. Gerade rechtzeitig, Phoebe. Anscheinend mag Groovy nur Gemüse. Da sind Papa und Mama und sie sehen sehr zufrieden aus. Warum wohl? Herzlichen Glückwunsch, Phoebe. Du warst in der Schule sehr fleißig. Wir sind stolz auf dich. Du warst auch sehr brav, Groovy. Wow, ein Videospiel. Klar, Mühe wird immer belohnt. Viel Spaß damit, aber spielt nicht zu lange, ja? Wow, Phoebe, es scheint dir wirklich zu gefallen, aber Groovy findet es nicht so toll. Brokkoli! Mittagessen! Volle Bäuchlein, ich finde es super, dass euch das Gemüse so schmeckt. Groovy, mache keinen Lärm und denke daran, spiele nicht allzu lange mit der Konsole. Groovy, du spielst schon viel zu lange. Du solltest es ausschalten. Wow, Groovy, großartig. Was ist passiert? Naja, macht nichts. Bau es wieder auf. Das ist ja spannend. Wer ist das? Ist das Enderman? Pass auf, er will alles zerstören, was du gebaut hast. Oh nein! Pass auf! Nein! Schneller! Los, Groovy, du kannst es schaffen! Groovy, ich glaube, du hattest einen Albtraum. Es ist wirklich nicht gut, so lange zu spielen. Videospiele sollten immer nur in Maßen gespielt werden. Oh, sind sie nicht süß, wenn sie schlafen? Duftet ja etwas so köstlich, dass Groovy kaum widerstehen kann. Nein, Groovy, nicht so schnell. Warte, bis alle am Tisch sitzen. Warum gehst du nicht Phoebe wecken? Keine Reaktion? Vielleicht solltest du etwas zärtlicher probieren. Komm, Phoebe, das Essen wartet. Brokkoli.
Brokkoli ist sehr gesund. Phoebe, du solltest ihn versuchen. Nein, Groovy, das ist Phoebes Teller. Sie wird ihn bestimmt mögen, wenn sie ihn nur einmal kostet. Nicht wahr, Kinder? Oh je, Phoebe hat einen Riesenhunger. Klar, ihr geht die Kraft aus, weil sie ihr Gemüse nicht aufgegessen hat. Wow, Groovy! Der Brokkoli hat dir Superkräfte verliehen. Keine Sorge, Phoebe. Es gibt für alles eine Lösung. Aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Denkt daran, Kinder, Gemüse ist gesund und lecker und versorgt euch mit all der Energie, die ihr braucht, um pausenlos zu spielen. Hallo Phoebe und hallo Groovy. Wow, was baut ihr denn da? Ein Baumhaus. Wow, das macht Spaß. Das sieht ja toll aus. Groovy, du bist der Beste. Wisst ihr, was lustig wäre? Es ganz bunt anzustreichen. Das ist echt hübsch. Ist das Baumhaus schon fertig? Wollt ihr es uns zeigen? Tada! Oh, aber Kinder, unser Baumhaus ist ja gar nicht auf einem Baum. Aber Groovy kann uns helfen. Groovy, verwandle dich in einen Kran. Toll! Sind wir auch in euer Baumhaus eingeladen? Juhu! Und wie lautet euer Passwort? Oha! Hier ist die Fangemeinde wohl zwischen Real Madrid und FC Barcelona gespalten. Wenigstens hält sie die Liebe zusammen. Kinder! Wo stecken Groovy und Phoebe nur? Arme Phoebe, das ist bestimmt eine schwere Entscheidung. Kinder, was könnte sie nur tun? Tolle Idee! Verflixt, diese Schere funktioniert nicht so gut. Groovy, magst du ihr nicht helfen? Ist das nicht spannend? Thank you.
Oh nein, Groovy, pass auf. Sie denken, dass du es wirklich bist. Lauf schnell.